Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Kappa Mode. So, ich habe mal geschaut, was wir für eine. Ups. Für Terrestrial brauchen. Da brauchen wir so eine Terrestrial Agglomeration Plate. Und dafür brauchen wir drei Lapisblöcke, kein Thema. Block of Mana Seal, kein Thema. Und die Runen. Das könnte ein bisschen eklig werden. Wir kriegen das aber hin. So, erstmal hier die Lapisblöcke. Wobei, wir machen das von da drüben. Ich nehme mal 8 Stück mit. So, ich würde sagen, wir packen dann auch alles hier rein, was wir dafür brauchen werden. So, Block of Mana Steel. Ist gar kein Thema. Nehmen einfach hier so einen Block of Iron. Schmeißen in den Mana Pool rein. Vielleicht nicht in den. Rezept verändert. Ach so. Haben sie es jetzt doch noch geändert? Ja gut. Block of Steel dann. Das ist auch kein Thema. So, wir brauchen die Runes. Und dafür brauchen wir einen Runic Altar. Ein Runic Altar! Ich glaube, der wird auch nicht mehr besser. Der ist auch schon so scheiße uralt. Aber das sollte wieder der Body. So. Runic Altar! Ist ja gut, ich halte schon die Klappe. Platzieren wir jetzt einmal hier. So, und schauen wir mal, was brauchen wir für die Runes? Rune of Water, Mana Powder, Mana Steel. Ich mach mal ein bisschen Mana Steel. Also 5 Stück werden wir ja auf jeden Fall brauchen. Haben wir hier noch Pick Iron? Hier haben wir 2, die will ich aber noch so lassen. Habe ich gar keinen Nether Pick Iron mehr? Ach, hier. Gut, gut. Das schmeißen wir dann einmal da rein. Halt für später. Komm, wir machen dann das als erstes. Und ein Nether Diamant war Mana Diamond. Nicht? War das Mana Perle? Oh. Gut. Gut, gut. Gar kein Thema. Mach ich mal 5 Stück von. Ich habe mich gerade auf meinen eigenen Base ein bisschen verlaufen. Gut, jetzt aber. Das wird fertig gemacht. Sehr schön. Dann haue ich hier mal wieder die Mana-Perlen rein und die Lapisblöcke. So, und dann. Boku. So, zack. Rune of Mana. Die haben wir schon mal. Was haben wir als nächstes? Rune of Fire. Nether Brick, Gunpowder, Nether Ward, Mana Powder. Gar kein Thema. Ich mach mal 10 Mana Powder. Deal oder rein. Können wir das auch. Machen wir das in der Sackmail, da haben wir eine Chance auf 3 Steel pro Ohr.
So, was war das jetzt noch? Eine Nether Ward und ein Nether Crack, ne? Genau. Ein Nether Crack. Eine Nether Ward da. Und dann sollten wir es gleich haben. Wir machen hier schön Runde für Runde. So, 1, 2, 3, 4, 5. Das da drauf. Wie sieht hier der Mana-Stand aus? Ups. Ich mache aber mal die anderen Mana-Pools hier voll. Boah, das riecht ja richtig nach Essen gerade bei mir. Gut. Da darf ich aber hier noch nicht so viel ausgeben. Wir haben noch nicht so viel. So, noch Feuer. Haben wir. Die andere können wir hier reinpacken. So, Rune of Air. Ein String, eine Feder und ein Carpet. Das sollten wir alles haben. Level 100. Juhu, Level 100. Spiel durch. So. Der eine String kann ja wieder. Okay. Manchmal frage ich mich, was ich hier für komische Kühe habe. Okay, ein Carpet, ein String und jetzt noch eine Feder. Die sollten wir auch haben. Jawohl. Und wenn nicht, wäre das auch kein Thema gewesen. Hätten wir eben ein bisschen warten müssen. 2, 3, 4, 5. Jetzt brauchen wir gleich nur noch einen Mushroom, einen Cleanstone und Block of Coal. Rune of Air. Kennst du noch Prince of Bel-Air? Das war eine damals eine Serie auf. Ja, okay. Ich weiß gar nicht, ob die heute noch läuft. Habe ich auch voll lange nicht mehr gesehen. Könnte vielleicht schon liegen, dass ich so gut wie gar kein Fern mehr schaue. So, wir brauchen einen Mushroom. Einen Cleanstone. Und ein Block of Coal. Wie sieht das hier aus? Ganz gut. Hier war Block of Coal. Also so ganz gut gesagt, wir kriegen das heute hin, ne? Das freut mich sogar richtig. Wenn, dann werde ich aber auch erstmal hintereinander die, die Terrassierblöcke machen. Halt, weil ich nicht weiß, wie schnell wir jetzt die Blacker Lotus hinterher kriegen. So, jetzt noch die Rune of Water, Bornmeal, Sugarcane und eine Fishing Rod. Super. Problem ist halt bei dieser Mob-Farm, die ist nicht aktiv, wenn ich nicht auf dem Server bin. Weil ich vielleicht mal machen werde. Ich habe hier zwar den Chunk geloadet. Aber vielleicht werde ich einfach den Spawn-Park hier mal hinsetzen. Mal gucken, ob das was bringt, weil theoretisch gesehen sollte es ja was bringen. Ja, komm. Machen wir noch mal ein bisschen auf. Den Rest sollten wir da haben. Boah, es riecht so gut gerade bei mir. Ich krieg richtig Hunger. Ich glaube, heute gibt es bei uns Putensteaks mit Fritten und Kräuterbaguette. Wem ich jetzt damit gerade Hunger gemacht habe, habe ich doch gerne gemacht.
So. Jetzt habe ich natürlich das Bone Meal vergessen. So, theoretisch gesehen könnten wir auch noch mal einen Wizard machen, wenn wir das bräuchten, aber naja, wir brauchen es momentan noch nicht. Hey, Bone Meal, du sollst da drauf. Kann ich das da reinrotzen? Ja, schau dir von an, der fehlt kaum Mana. Für Terrasil würde ich dann erstmal hier Deep Pools nehmen. 100 years later. Wow. In der zweiten Folge von Botania the Terrestrial Equivalent die Platte gemacht. So, Minitius Seeds. Wir haben die Quest noch gar nicht abgeschlossen. Runic Alter. Und 100 years later. So, schauen wir mal, was wir hier rauskriegen. Oh Gott, schon wieder eine Einbauküche. Kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg, kann weg. Nochmal Walrosse. Und noch ein Type-Setting-Table. Also wenn wir jetzt einmal Reaper hätten, dann wäre es kein Thema, da wieder ranzukommen. Aber wir haben es halt noch nicht. Habe ich die Printing Press hier nicht reingetan? Ja. So, ich brauche aber noch hier da Lexica Botania. Ne, nicht Generating Flora. Terrasil, das wollte ich. Wegen dem hier. Packen wir das einfach mal hier hin. So, jetzt brauchen wir 5 Living Rock und hier noch doch 5 Living Rock und 4 Lapis. Ja, wenn wir das gleich fertig haben hier, ist es gar kein Thema mehr, an Erde ranzukommen. Weil wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir alle Magical Crop Seeds machen. Structure complete. So, wir werden jetzt auf jeden Fall mal schauen. Wir brauchen ja 9 pro Block. Also brauchen wir schon mal 9 Mana Steel. Neun Mana Perlen und 9 Mana Diamonds. Ich weiß gar nicht, ob man die einfach. Nee. Ich glaube nicht, dass man so einen Block auf Mana Pearl oder sowas machen kann. So, bevor wir das jetzt aber machen, wollen wir noch schauen und sicher gehen, dass das auch rüberkommt. Und das machen wir, indem wir Sparks machen. Wir brauchen 5 Sparks. Dann nehme ich auch nochmal hier 3 Bone Meal Packs mit. Zwei Blaze Lamps. Und wir brauchen dann 6 Gold Nuggets, glaube ich. Wie vorbereitet. I told you so. So, das da rein. Zack. Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht hier den Rest der Folge zeigen, wie ich Terrasil mache. Ich werde das jetzt einmal ganz kurz machen. Und je nachdem, wie es sich ergibt, von der Folgenlänge her, mache ich dann jetzt in der Folge nochmal hier den ersten Infusion Stone. Ansonsten, obwohl, nee, das machen wir in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, wieso ich 6 gemacht habe. Ich brauche nur 5. Boah, weiß
Zerwatku. Bitte, geh einfach. Danke. So, und die letzte kommt jetzt hier drauf. Was wir jetzt mal kurz machen. Magnetmodus ist aus, gut. Zack, zack, zack. Mana kommt von da rüber. Und halt, je mehr Mana aus Mana Puls gezogen wird, desto schneller geht der Prozess auch hier. Weißt du was? Komm, wir machen das doch mal hier fertig. Ganz ehrlich gesagt, da ging so schnell. Und mana-mäßig sind wir ja gut ausgestattet. Ist krass, wie schnell wir Terras hier haben. Das Geile ist, wir bräuchten sogar insgesamt mindestens um die 81 Terra-Stil. Halt, weil es ja auch noch Terra-Stil Terra-Stil-Seeds gibt, die ich auf jeden Fall auch noch machen möchte. Alter, in unter Minute 6 Terra-Stil. Ja komm, das sollte reichen. Ich habe mal bei einem amerikanischen YouTuber und Streamer, dem Hypnotized, gesehen, wie das einfach mal so ging. Mana Steel, Terra Steel, Terra Steel, Terra Steel, Terra Steel, ohne Magical Crops. Ja, da passt. Dann machen wir jetzt doch noch den ersten Seed fertig und in der nächsten Folge machen wir mal die ersten Magical Crops. Ach so, wir brauchen noch einen Alchemy-Katalyst. Ja gut. Dafür brauchen wir dann 2 Brewing Stands. Okay. Wie jetzt? Ich habe keine Blazefort. Nein. Wie kann ich die herstellen? Na gut. Dann muss ich doch nochmal in den Nether. Das Portal muss ich dann doch nochmal aufbauen. Muss noch mindestens 2 Blazewords farmen. Und dann machen wir das eben doch in der nächsten Folge. Ist die Folge heute mal etwas kürzer. Die letzten waren dafür ja immer mal was länger. Gut, würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Wie wir dann Magical Crops machen. Und dann, ja, haut da rein. Vielleicht gibt es ja noch was anderes dann. Bis dahin, tschüss.